Willkommen zurück zu CrossCode Kapitel 14. Das letzte Mal haben wir eine echt blutrünstige Variante von diesen Viechern hier vermöbelt, die nicht wirklich anders aussah als diese Kollegen, die ich hier gerade gezeigt habe. Jedoch haben wir dieses gefährliche Viech eingefangen und können es jetzt zurückgeben an Jean. Hi, Lea! Hi! Hui, du siehst ganz schön erschöpft aus. Warte, heißt das, du hast ihn gefangen? Oh mein Gott! Wirklich? Ich wette, es war echt schwer, ihn zu besiegen, oder? Vielen Dank, Lea. Kann ich ihn haben? Oha, sieht irgendwie wie ein normaler junger Pogo-Nickel aus. Findest du nicht? Ich dachte, er hätte rotglühende Augen und ein blutverschmiertes Fell und so. Naja, was zählt ist, dass wir ihn gefangen haben, stimmt's? Schon gut, schon gut. Du hast ihn gefangen. Nochmals vielen Dank. Ich gehe jetzt offline, weil ich das unbedingt meinen Freunden zeigen muss. Die werden mir das nie glauben. Ein lebendes, legendäres Monster in meinem Inventar. Einfach der Hammer. Hier, nimm das als Belohnung. Schau, Lea. Hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bye. Ja, du hast den legendären Hasen gefangen und ihn der verängstigten Spielerin gebracht. Dieser entpuppte sich als ganz normaler junger Pogo-Nickel. Immerhin gab es eine Belohnung. Willst du ihr nicht sagen, dass es nur ein gewöhnlicher junger Pogo-Nickel ist? Anscheinend nicht. Es ist vermutlich besser so. Ja. Was ist daran so toll, solche Viecher einzufangen? Am besten noch in solcher Bälle, die man immer wieder aufladen muss. Das könnte sich bei uns in der echten Welt niemals durchsetzen. Überhaupt nicht. So. Genug gelästert. Wir gehen hier, ich habe noch halbwegs in Erinnerung, dass ich hier nochmal über einen normalen Weg nach oben gehen möchte, weil da habe ich mich nicht so gut umgesehen. Dazu wollen wir hier nach oben lang, weil ich stattdessen mal diesen gefährlicheren, in Anführungszeichen gefährlicheren Nebenschleichpfad durchquert habe. Dann können wir hier wieder ein paar tolle Sachen finden. Da kommen wir nicht dran und weil es zum Glück nicht so zurückgeflogen, dass ich mich jetzt auch noch mit dem Kampf auseinandersetzen muss. Nicht, dass die Gegner gefährlich wären, als vielmehr nervig. So, hier vorsichtig lang schießen. Und dann trifft man vielleicht auch die ganzen Büsche hier. Hier gibt es nochmal so einen seltenen komischen Grünbusch. Allerdings kann man hier auf den Plattformen nicht ganz so viel machen. Wenn man da drüben irgendwo was machen möchte, dann muss man sich schon ein bisschen genauer umsehen. Wenn wir hier lang gehen, können wir da vorsichtig rüberhopfen. Sehr schön. Und kriegen Gemüsekisten noch und nöcher. Ja, nett. Und hier unterspringen hat jetzt nicht so viel gebracht. Da geht's mal wieder zurück. Also gehen wir mehr auf die linke Seite. Hier können wir nicht so viel machen. Also hier runterspringen. Ich hätte noch die Büsche hier abwerfen können. Vor allem diese verschneite gelbe Busch, wie auch immer, ist ja so einer dieser seltenen Omega-Büsche. Und da drüben komme ich nicht hin. Nö, da ist hier, dann ist hier dort in diesem Screen nichts mehr versteckt. So, da drüber hätte ich vielleicht noch werfen können. Hier oben geht es nur zu einer riesigen Karte, wo wir schon waren. Und ja, da drüben beim alten Plateau gibt es jetzt auch nicht so viel. Beziehungsweise es gibt zwar schon viel, aber vor allem viel, womit wir nichts machen können. Ah, aber immerhin Büsche analysiert. So, hier können wir ein bisschen rumhüpfen. Hier geht's doch runter oder so. Jawohl. Dann finden wir hier eine goldene Kiste. Und da mache ich mal was, was ich eigentlich
noch nicht ausprobiert habe, obwohl, warum eben nicht? Nämlich so einen Stempel setzen. Mit der Maus drüber bleiben und den Endknopf drücken. Da kann ich hier sogar ziemlich genau auf der Karte so einen Stempel positionieren. Und dann nehme ich einfach mal die goldene Kiste für goldene Kiste, logischerweise. Oh, eine versteckte Höhle, toll! Ja, ist schon toll, nur können wir da ohne eine neue Fähigkeit, nenne ich es jetzt einfach mal so, nicht so viel machen. Aber wir müssen da eh sowieso nochmal hin. In der goldenen Kiste irgendwann. So, hier sind ein Haufen Pinguine unterwegs, die uns jetzt nicht so interessieren. Es ist ein wenig wie am Abgrund der Welt zu stehen, ne? Abgrund, dafür sehe ich hier noch recht viel. Nämlich irgendwie sowas wie ein Boden. So ein richtiger Abgrund. Glaube ich, sieht man jetzt überhaupt nicht mehr so viel. Wieso schieße ich die hier ab, wenn ich hier auch rüber kann? Und dann hier auf der Seite ein bisschen erkunden kann. Komme ich hier eigentlich rüber? Du hast mir nichts zu erzählen. Na gut, dann gibt es hier halt nur Buschzeugs zum Niedermähen. Und dann sollten wir mal schauen, ob wir da oben weiter was aufdecken können. Hier, die Karten haben wir recht gut erkundet. Hier können wir zwar ganz noch nach links rüber, jedoch da können wir auch noch nicht so viel machen. Insofern überspringen wir das mal. Stattdessen rennen wir hier mal einfach mal in den Schneemann. Ich glaube, ich muss hier mal jemandem eine Lektion erteilen. Er macht das, ich mache das nicht. Und leider ziehe ich dich auch mit, also kannst du ihm keine so große Lektion erteilen. Ist es mit ihm? Wir haben nicht um diesen Kampf gebeten, oder? Nein, haben wir nicht. Aber wir ignorieren sie auch einfach mal. So, da sind wir jetzt hier mal im bisschen neueren Gebiet. Am Rand stehen so ein paar Gegner rum, die so ein bisschen auf die Mütze bekommen wollen. Hier ist so eine kleine Höhle, wo ich nicht weiß, ob da überhaupt was Interessantes ist. Bis auf eben diese Kiste mit veredeltem Metall. Boah. Hier kann man ein paar Hasen beschwören. Pogonickels. Ich muss mich doch mal an die Namen gewöhnen. Die sich doch sonst eh kein Schwein merkt. Und professionell Hasen runterschubsen. Oh. Ist ein bisschen schwierig, sie zu besiegen, indem man sie runterwirft. So. Dann sehen wir uns hier mal genauer um. Den Ausblick. Damit sollte man doch den letzten, Dings... Erkundungspunkt, Wegpunkt gefunden haben. Ich bin definitiv noch nie einen so hohen Berg hochgeklettert. Die Aussicht ist großartig. Freue dich. Wie schon. Zum x-ten Mal. Ich habe die Demo oder die Beta oft genug gespielt, um hier den Berg mehrfach hochgeklettert zu sein. Allerdings ohne Partymitglied. Das waren noch Zeiten, wo niemand einen vollgequasselt hat. Was ja aber auch nicht so schlimm ist. Die größten Geheimnisse kann man allerdings hier finden. Hier sind so zwei Schalter hier, die man umlegen kann. Da kriegt man insgesamt vier Stellungen, wo jede eine andere Brücke hochtut. Eine andere Laserbrücke. Und zwar auch nur genau eine. Muss man jetzt so ein bisschen rumprobieren. Und dann kommt man hier an einen Schalter ran. Einen von zwei wohlgemerkt. Denn der andere ist hier drüben etwas versteckter. Und wenn man den auch noch mitnimmt, kommt da oben eine Plattform hoch, wo ich dann mal hingehe, wenn ich mal hier aufgegeben habe, die ganzen Büsche zu zermöbeln. Oder tatsächlich auch alles schaffe, das ist auch nett. So, und dann... Ich glaube, das speichert sich das Spiel eh nicht. Aber dann lege ich mal diese Abkürzung frei, weil da unten hin will ich jetzt eigentlich nicht mehr so. Hier sind noch ein Haufen Büsche und verschneite Bäume. Ja, damit. So. Da oben können wir natürlich auch wieder runterfallen.
Doch können wir auch hier versuchen, die ganzen Büsche hier zu erwischen. Vor allem dieser Omega-Busch, da müssen wir über den Baum schießen. Und, boah, dann haben wir hier doch das Interessanteste erkundet. Na gut, eigentlich nicht, denn auch hier oben geht es noch weiter. Und ganz am Ende dieses Ganges hat sich eine Kiste versteckt. Mit dem Felssplitter. Ist doch sicher eine nette Sache. Ich habe das Gefühl, ich habe eigentlich noch eine Schatzkiste übersehen hier auf dem, auf einem dieser Pfade, wo ich da ganz am Anfang unterwegs war. Hier komme ich nicht so gut ran. Da probieren wir es mal von der Seite aus. Ich schaue mal ins Inventar. Vielleicht täusche ich mich auch nur. Lassen wir es einfach mal. Ist ja auch nicht so wichtig. Gib ihm. Ha, was bringt das denn? Er erhöht den Schaden bei Gegnern, die gelähmt, schwach oder gebrochen sind. Ja, wenn sie so schön rumwackeln und den Break-Status haben. Gib's ihm, ja. Nett. Nehme ich doch mal mit. Ist nochmal wesentlich besser als so eine Allerwertsschneide. Ansonsten habe ich jetzt nichts so Tolles dabei. Braucht es aber auch nicht. Ich bin doch sehr gut ausgerüstet mit dem Zeug. So. Hier können wir nochmal ein bisschen runter und ein paar Büsche mitnehmen. Ich glaube, da müssen wir anders hinspringen. Ja, das möchte ich schon noch mitnehmen. Und Emily fand da gerade recht blöd rum und wusste nicht, was sie tun soll. Irgendwie muss ich hier doch hinkommen. So. Da können wir abprallen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so schwierig geplant war. Aber es funktioniert, also nehme ich das so mit. So. Ah, ah, oui, wir haben es geschafft. La Bergen. Ja, schön. Nach dem langen Aufstieg wäre eine kurze Rast in einem dieser gemütlichen Häuser jetzt genau das Richtige. Oh, kann sein. Der nächste Dungeon sollte ganz in der Nähe sein. Ich hoffe, sie lassen dich ohne große Kommentare rein. Tja. Essen sie auch. Das hindert mich aber nicht daran, mich trotzdem hier noch ein bisschen genauer umsehen zu wollen. Uff, der Typ blockiert das Lagerhaus schon wieder. Ich dachte, er würde woanders meditieren, auf einem Wasserfall oder was auch immer. Um ein wahrer Avatar zu werden, musst du erst alle vier Elemente meistern. Das erste Element der Hitze liegt vor dir in den Tempelmine. Bereite dich vor, es wird deinen Verstand testen, bevor du deine neuen Kräfte bekommst. Hitze? Hm. Hört sich irgendwie ganz nützlich aus, an, um so ein bisschen Eis wegkriegen zu können. Und deswegen habe ich den Bergen Trail jetzt auch nicht ganz so vollständig erkundet. Denn, ja, für das ganze Eis, das hier überall immer im Weg ist, wäre das Element der Hitze einfach nicht schlecht. Ja, ich glaube, es ergibt sich gerade ganz gut hier mal eine Pause zu machen, nachdem wir hier Bergen Trail hinter uns gelassen haben und das nächste Mal uns genauer in Bergen umsehen. Bis dahin finden wir auch ein paar interessantere Leute zum Quatschen als diejenigen, die hier nur rumstehen. Und obwohl sie NPCs sind. NPCs, die nicht quatschen. Naja, bis dann. Tschüss.